Dritte Liga. Bayern 2 empfängt Eintracht Braunschweig. Die Zweitgarde der Bayern gewinnt das Spiel 2 zu 0. Das erste Tor fehlt in der 15. Minute durch Dayaku und der 90. plus 4 Dayaku mit dem zweiten. Dayaku Doppelpack. Glückwunsch. Statistisch gesehen war es relativ ausgeglichen. Es gab 6 Schüsse der Münchner. Braunschweig mit 7. Aber von den 6 Schüssen der Münchner ging auch 6 aufs Tor, eine hundertprozentige Schussquote. Während es bei Braunschweig nur 3 aufs Tor ging. 56% Ballbesitz für die Münchner, 44% für Braunschweig. Also, ja, in Ordnung. Es gab 7 Fouls der Münchner mit 3 gelben und 9 Fouls der Braunschweiger auch mit 3 gelben. Tabellentechnisch sieht es jetzt so aus: Braunschweig ist auf den 4., kann nicht nach vorne rücken. Sie hätten heute die Tabellenspitze übernehmen können. Und die Münchner rücken damit vor auf Platz 8 und haben 17 Punkte und entfernen sich somit von den Abstiegsrängen. Glückwunsch an die Münchner zweite Garde.